Hey Leute, willkommen zu einem neuen Projekt, denn heute spielen wir Super Princess Peach. Ja, und heute ist übrigens nicht der 1. April oder so und ich mache auch keine Witze, wir spielen das hier tatsächlich. Und für all diejenigen von euch, die sich jetzt vielleicht fragen, ob ich euch denn verarsche oder so, nein, das tue ich nicht, denn glaubt mir, Super Princess Peach ist wirklich ganz ehrlich ein richtig tolles Spiel. Man meint vielleicht, dass es irgendwie nur was für 5-jährige kleine Mädchen ist oder sowas, aber nee, auch für gestandene Männer, wie ich es einer bin, ist das Spiel auch geeignet, glaubt mir. Deswegen wird dann echt auf jeden Fall ziemlich cool werden, das Let's Play. Wir können übrigens hier schon ein bisschen auf dem Touchscreen rumklicken, wie wir sehen können. Zu den ganzen Welten, die wir dann besuchen werden in dem Spiel. Ich will mal ganz gerne auf Start drücken, weil ansonsten eine Demo, glaube ich, starten würde. Peachy. So, das sind wir auch schon bei der Dateiauswahl. Ihr könnt auch schon sehen, dass ich das Spiel auch schon mal hier gespielt habe in Datei 3. Also ich kenne das Spiel schon, ist überhaupt nicht blind, kein bisschen. Ich habe schon mehrmals sogar zu 100% durchgespielt. Und wir können übrigens schon lustige Sachen mit dem Schirm da sehen. Und auch das Let's Play wird übrigens dann zu 100% ablaufen. Und wie gesagt, blind ist es eben nicht. Und ich muss wirklich sagen, wie gesagt, Super Princess Peach ist wirklich ein ziemlich cooles Spiel, wie ich finde. Ist auch ein 2D-Jump'n'Run. Und ich finde jetzt mal als Vergleich zu den ganzen New Super Mario Bros. Spielen zum Beispiel, dass da Super Princess Peach, finde ich zumindest, wirklich sogar um einiges besser ist als alle New Super Mario Bros. Teile, weil eben Super Princess Peach einfach viel, viel mehr bieten kann, wie ich finde. Das ist halt echt ziemlich cool, weil eben Peach wirklich einige verschiedene Fähigkeiten hat, die sie dann in den Leveln immer einsetzen kann, um dann auch teilweise ziemlich coole Rätsel zu lösen. Es gibt in den Leveln immer super viele Verstecke und total viel Bonusmaterial, was man freispielen kann, und Peach kann dann außerdem noch zusätzlich weitere Fähigkeiten später auch dazu lernen. Man kann sie auch, oder Fähigkeiten oder anderes Bonuszeug, dann auch in einem Laden mit Münzen kaufen. Also Münzen haben ja auch einen Sinn in dem Spiel. Außerdem ist auch noch so, dass sogar die Story auch ziemlich cool ist. Die Hauptstory ist zwar jetzt nicht so spannend, aber es gibt noch so eine kleine Nebenstory, die noch abläuft, und die ist ziemlich cool, sogar ziemlich emotional, ehrlich gesagt. Deswegen, wie gesagt, glaubt mir, es ist echt ein tolles Spiel und ich freue mich da schon sehr drauf, das dann mit euch gemeinsam eben hier spielen zu können. So, dann legen wir am besten auch gleich los mit dann einer neuen Datei, würde ich sagen, und dann fangen wir auch gleich an. Dies ist die mysteriöse Gemütsinsel. Sie liegt unweit des Pilzkönigreichs. Selten spricht jemand von diesem Eiland. Denn es heißt, die Gemütsinsel beherberge mächtige Kräfte. Bowser hörte davon und errichtete sofort eine Sommervilla darauf. Als er von einem gewissen Gemütszepter hört, muss er an Mario denken. Bowser, Bowser, mein Meister! Wir haben es, endlich, das sagenumwobene Gemütszepter! Ach ja, wirklich? Fantastisch! Endlich können wir uns an Mario und seinen nervigen Kumpanen rächen. Hey, Hornochse, schön leise! Oh ja, richtig, Verzeihung, ich bin so furchtbar aufgeregt. Hey, du da, mach sofort die Tür zu, aber zacke, klar? Muss ich selber machen mit dem Touchscreen? Diese Wände hören alles, deswegen... Also gut, wenn das Zepter so mächtig ist, wie man sagt, dann zeige ich Mario und Konsorten, wer die Hosen anhat, ein für alle Mal. Haha, halten wir uns nicht länger auf, sondern probieren wir das Zepter aus. Du, Goomba, hierher. Das Gemütszepter? Was kann das wohl? Bring dieses Zepter ins Pilzkönigreich und schwenke es in der Luft. Da du aus dem Pilzkönigreich stammst, fällst du nicht auf. Geht, Lakaien! Zeigt Marios Sandfreunden, was Sache ist! Ja! Alle schauen sie zu? Okay, da geht's rein! Macht mich stolz! Bereit? Ich behalte die Lage über meine Cooper-Funke im Griff. Sobald wir grünes Licht haben, greifen wir an. Wo bleibt das Kommando? Los, los, da ist es, okay. Kampftruppe, Angriff! Ich musste, glaube ich, beim Kommando gerade selber ins Mikro irgendwas sagen. Glaube ich zumindest. Und tatsächlich, sie haben sie gefangen genommen. Wir haben ihn, endlich haben wir Mario gefangen. Ja, ein Erfolg auf ganzer Linie, Mission erfüllt. Also gut, Kampftruppe zurückziehen. Bowser, mein Meister, wir haben es geschafft. Wir haben Mario entführt. Na, gute Arbeit, wurde auch Zeit. Außerdem haben wir den grünen Kerl und einen geschwätzigen Pilzkopf. Unsere Soldaten kümmern sich um sie, während wir hier sprechen. Gut, gut. Dieses Zepter ist stärker, als ich vermutete. Ich frage mich, wo die Grenzen seiner Macht liegen. Das frage ich mich auch. Ha, ich hab's. Hey, Goomba. Hierher, und bring das Zepter mit. Oh, hey, hey, was wird das? Immer schön langsam.
Verzeihung, Bowser, der Kleine fällt etwas aus dem Rahmen. Ist er besoffen oder so? Was? Du Idiot, was machst du denn? Oh, nee. Du bist im Begriff, die Macht des Scepters zu entfesseln. Pass auf! Meister, was ist hier los? Lalala. Hey, Kumba, was hast du angerichtet? Hä? Ich fühle mich richtig fröhlich. Das war Quatsch. Zur gleichen Zeit. Prinzessin Peach ist von ihrem Spaziergang zurückgekehrt. Peach wurde mal nicht entführt. So war es auch, weil sie zufällig auf einem Spaziergang war. Was ist das denn? Was soll dieses Tohuwabohu? Hey, seht doch, lest! Ja, ich werde es dann gleich lesen, ne? Wie bitte? Das ist Bowsers Meisterwerk? Was machen wir denn jetzt? Dieses Mal wurde Mario entführt! Ohne Mario sind wir aufgeschmissen! Was bleibt uns noch? Uff! Was wir tun werden? Nun, es ist an uns, sie zu befreien! Oh nein, bitte, Prinzessin, wartet! Prinzessin! Okay, jetzt. Ihr schnachnassigen Pilzsammler, diesmal habe ich Mario entführt. Doch wen interessiert das schon? Ihr vermisst ihn, dann holt ihn euch. Bowser. Hier, Kleiner, du hast Mumm. Vielleicht magst du das Chaos entwirren. Wenn sie sich nicht beruhigen, wird noch jemand verletzt. Komm! Das heißt, gleich haben wir erstmal ein Minispiel, das aber jetzt mit dem eigentlichen Gameplay noch nicht viel zu tun hat. Währenddessen werde ich mal noch weiterhin da oben das lesen. Ich muss jetzt versuchen, hier unten die Toads immer an den Rand zu bringen und die dann dadurch ein bisschen chillen zu lassen. Und währenddessen werde ich mal versuchen zu lesen. Wo geht ihr denn hin? Kommt zurück! Das ist gefährlich, ihr dürft nicht allein gehen, bitte! Mein Highscore ist übrigens 460, wie ihr sehen könnt. Ziemlich viel. Wie bitte? Ihr meint, diesmal müsst ihr Mario retten? Ihr meint es also völlig ernst. Wie? Seid ihr euch sicher? Nun, ich vermute, ihr hättet durchaus das Zeug dazu. Und dennoch ist es viel zu gefährlich, allein zu gehen. Ich bestehe darauf, dass ihr das hier mit euch nehmt. Wie gesagt, immer schon versuchen, die Toads hier an den Rand zu lenken. Aber es ist eh nur ein Minispiel, das überhaupt keine Bedeutung für irgendwas hat. Hey, das ist kein gewöhnlicher Schirm. Öffnet ihn nur. Hallo, ich bin Perry. Ruf mich, wenn du in der Klemme steckst. Was zum... Ein sprechender Regenschirm? Ohoho, den habe ich kürzlich in einem Laden gefunden. Ich finde ihn sehr interessant, ihr etwa nicht? Oho, was man auch machen kann, ist übrigens hier einfach am Rand immer so hin und her zu laufen. Das ist auch ganz gut sogar. Ihr dürft recht nützlich sein, also nehmt die bitte mit. Also, was kann ich für dich tun? Wie bitte? Fieslinge verhauen? Juhu, da bin ich dabei! Ich kann Fieslinge nicht ausstehen. Die knöpfe ich mir vor. Okay, ich bin über die Gemütsinsel bestens im Bilde. Legen wir los! Okay, 86 war jetzt mein Punktestand. 416 ist, wie gesagt, der Highscore, wenn ich da mal erzählt habe. Okay, aber es war jetzt nur alles vorgeplänkelt. Wir haben ja sogar wirklich eine relativ lange Story gehabt. Aber jetzt, damit es noch losgeht mit dem Gameplay, keine Sorge. Ich will mal vielleicht einmal ganz kurz vielleicht mal schnell das ändern, dass wir mal kurz auch dann die Karte hier in groß sehen können. Dann ist hier dann die Karte, wo wir halt aktuell immer nur Level 1-1 hier in Welt 1 Ladidaland haben. Genau, ich will aber trotzdem jetzt wieder wechseln und dann mal den Schirm Perry wieder groß machen. Weil dann gleich nämlich alles sich auf dem oberen Bildschirm los oder halt abspielen wird. Wir haben auch ein Menü und auch einen Laden, aber wir werden dann noch später mal aufsuchen. Ich will jetzt erstmal loslegen. Let's go! Yay! So, und da sind wir. Hier dann mitten im Spiel. Wir sind Peach. Genau. Wir können laufen, springen und mit unserem coolen Schirm zuschlagen. Genau. Und auf dem Touchscreen, also rechts unten, können wir eben Peach sehen mit dann vier solchen komischen Herzchen, die ich aber erstmal noch unerwähnt lassen will. Das wird sich dann noch später klären. Ja, also mit später meine ich auf jeden Fall auch noch in diesem Part, wenn wir dann damit irgendwas anstellen können. Aber lassen wir erstmal noch. So. Laufen, springen und B oder Y ist angreifen. Die meisten Gegner lassen sich besiegen, indem du auf sie springst oder sie einfach angreifst. Halte L oder R gedrückt und drücke das Steuerkreuz, um langsam zu gehen. Genau, schleichen kann man auch. Das wird aber nur für ganz wenige Situationen benutzt. Aber trotzdem werden wir das später nochmal irgendwann machen müssen. Aber erstmal noch nicht. So. Sammle Münzen, um im Items, um im Laden Items einkaufen zu können. Herzen füllen die Energieleiste wieder auf. Siehst du Münzen oder Herzen, dann schnapp sie dir. Genau, links oben haben wir eben unsere Herzanzahl und dann darunter noch irgendeine andere komische Leiste. Und was genau die kann, wird sich dann auf jeden Fall auch noch später, erklären. Okay, keine Sorge. Und übrigens ist es so, dass auf jeden Fall kann man auch über das Spiel sagen, dass der Schwierigkeitsgrad jetzt hier am Anfang, vor allem in den ersten paar Leveln und Welten, nicht so wirklich hoch ist. Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch Standard, weil in den Mario-Spielen, ich meine, das ist ja auch quasi ein Mario-Spiel so halbes, aber in den New Super Mario Bros. Spielen zum Beispiel ist ja auch so, dass eigentlich alles bis hin zu Bowser immer relativ leicht ist und erst die Bonus-Level sind dann schwer. Und auch hier gibt es viele Bonus-Level, die sind dann schon eher mal schwer, würde ich sagen. Okay.
Jetzt haben wir sogar gerade eben schon was Interessantes sehen können auf dem Touchscreen, weil ich lasse erstmal noch auch unerwähnt, ich werde danach auf jeden Fall mehr erklären. Springe auf einen Gegner, um ihn umzudrehen und berühre ihn, um ihn hochzuheben. Nutze B oder Y, um ihn zu werfen. Nutze X, um Gegner hochzuheben, ohne sie vorher umzudrehen. Also schon ganz coole Mechanik. Ich kann eben hier auf den Goomba draufspringen und dann in ihn reinlaufen und dann kann ich ihn hier aufheben und dann, wenn ich will, gegen irgendwelche Sachen werfen, zum Beispiel hier dagegen. Und da kommt da Münzen raus. Yay. Oder ich kann eben auch irgendwelche Objekte durch Drücken von X, dann mache ich sowas hier, einfach so aufnehmen und dann auch direkt irgendwo anders hinwerfen. In jedem Level sind drei Toads versteckt, spüre sie alle auf. Befreie sie aus den Kisten, indem du deine Attacken einsetzt. Genau, zum Beispiel diese Kiste hier, die man hier, weil es der erste Toad ist, noch nicht verfehlen kann, liegt einfach so auf dem Weg. Yeah! Du hast einen Toad gerettet. Genau, sind quasi, könnte man sagen, um es auch wieder mit den New Super Mario Bros. Spielen zu vergleichen, quasi Star Coins, wenn man so will, die Toads. Da es eben auch immer drei von denen in jedem Level gibt. Okay. So, dann gleich weiter. Aha, okay. Und da haben wir jetzt solche komischen Kristalle. Hm, was können denn die? Berühre die vier Herzen auf dem Touchscreen, um Peachs Gemütslage zu wechseln. Ihre vier Gemütslagen sind Freude, Rage, Trauer und Sanftmut. Genau, und was sagst du noch? Berühre die Herzfelder, um deine Stimmung zu wechseln und besondere Techniken zu nutzen. Berühre das Feld erneut, um wieder in den Normalzustand zu wechseln. Du kannst deine Emotionen nur nutzen, wenn die Gemütsleiste aufgeladen ist. Ganz genau, jetzt wurde eigentlich dann schon das Wichtigste so ziemlich erklärt. Und hier nochmal eine weitere Erklärung, da haben wir, glaube ich, erstmal alles hinter uns. Regeneriere deine Gemütsleiste mit Kristallen. Manchmal findest du Kristalle nach den Zertrümmern von Blöcken oder wenn du Gegner besiegst oder bezwingst, wie auch immer. Genau. So, da ist zum Beispiel ein Goomba. Wir können jetzt mal kurz uns dann in Rage versetzen, indem ich dann eben auf das rote, böse Herz da klicke. Yay! Und damit Peach schon ein bisschen böse und sie erschafft Feuer um sich rum, das dann alle möglichen Gegner töten kann. Und außerdem habe ich auch schon erwähnt, lassen sich dann damit eben auch coole Rätsel lösen, weil ich meine, ihr könnt euch das davon vorstellen, dass wir halt dann häufig mal irgendwas anzünden müssen, um uns dann den Weg frei zu machen oder sowas. Und wir können übrigens aussehen, dass auch die Gegner häufig in eine Gemütslage versetzt werden, denn hier haben wir jetzt einen bösen Goomba, der mal so ein bisschen aufstampfen kann, bam, und der dann Peach kurz taumeln lassen kann. Aber ich kann mal kurz meine anderen Fähigkeiten noch austesten, denn ich kann mich eben auch in Freude versetzen. Yay, und da kommt hier so ein Wirbelsturm und ich kann dann sogar mit dieser Fähigkeit fliegen, tatsächlich. Und damit dann auch komplett neue Orte erreichen, wo ich ansonsten vielleicht nicht hinkommen würde. Deswegen auch das ist ziemlich cool, wie ich finde. Und dann haben wir auch noch die Fähigkeit oder halt den Gemütszustand Trauer. Wo ich dann heule und dann etwas schneller durch die Gegend laufe und wo ich hier überall dann ganz viel Wasser raushaue. Und da kann man sich auch schon vorstellen, dass auch das dann auf jeden Fall später noch sehr nützlich werden kann. Wenn ich dann halt eben zum Beispiel irgendwelche Pflanzen gießen muss oder ich ansonsten halt, halt auf jeden Fall auf irgendwas Wasser gießen muss quasi. Deswegen, es lassen sich hier schon wirklich viele Möglichkeiten finden am Anfang schon, wie man dann hier auch coole Rätsel gestalten kann. Was sagst du? Die Emotion Freude entfacht einen Sturm. Drücke A, um emporzusteigen. Je länger du drückst, desto höher steigst du. Die Emotion Rage lässt dich vor Wut brennen. Setze alles in Flammen. Drücke A, um zu springen und den Boden zu erschüttern. Genau, das habe ich gar nicht gezeigt. Wenn ich hier eben, während ich mit springe, kann ich dann so kurz aufstampfen und dann eben Gegner auch sofort umwerfen. Das geht nicht bei allen, aber bei einigen geht das auf jeden Fall. Okay. Und du? Die Emotion Trauer lässt dich Sturzbäche weinen. Damit kannst du alles Mögliche bewässern. Drücke A, um zu springen. Die Emotion Sanftmut baut allmählich deine Energieleiste wieder auf. Genau, ist auch ganz wichtig, denn rechts unten mit der Sanftmut habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Kann ich auch, glaube ich, gar nicht einsetzen, so wirklich. Genau, es geht gar nicht. Ich versuche es, aber es geht nicht. Weil ich eben gerade volle Herzen habe. Damit kann ich mich dann eben heilen, wenn ich will. Genau. So, hier zum Beispiel haben wir jetzt da unten ein kleines Pflänzchen. Und das wollen wir jetzt mal gießen. Indem wir heulen. mit unseren Tränen. Und dann wächst da eine Pflanze. Sodass wir dann dort nach oben klettern können. Wie gesagt, ihr könnt schon sehen, dass ich dann damit wirklich ganz coole Rätsel auch machen lassen. Und allein das macht halt dann schon, wie ich finde, die Level um einiges interessanter, als jetzt halt in den New Super Mario Bros. Spielen zum Beispiel, weil es halt dort eigentlich nie so wirklich Rätsel gab, könnte man sagen. Aber hier halt allein durch diese drei Hauptfähigkeiten, die wir halt haben, Freude, dass wir halt fliegen können und auch einen Wirbelsturm entfachen können, dann halt noch Rage mit Feuer und Trauer oder halt Weinen mit dann dem Wasser, kann man wirklich schon einige coole Sachen damit machen. So, hier zeigt ein Pfeil ganz weit nach links, deswegen werde ich da mal hier rüber schweben. Da ist nämlich etwas. So. Kein Tod, aber etwas anderes. Du hast die Partitur für Peach Stimme 1 gefunden. Wähle sie im Musikraum aus. Genau, denn man kann sich auch in dem Spiel den kompletten Soundtrack anhören, aber man muss immer das erst freispielen, indem man dann halt diese ganzen Musiknoten in den ganzen Level immer sammelt. Wusstest du, dass die Band immer größer wird, je mehr Stücke du einsammelst? Ach, nicht die Band. Die Band immer größer wird, je mehr Stücke du einsammelst? Cool. Bringe 5 Mitglieder zusammen und die legendäre Band mit Peach am Mikro rockt für dich. Die Peach Hit 5. ja, die Peach Hit 5 werden wir auf jeden Fall auch noch sehen. Was ich auch mal vielleicht kurz erwähnen kann, es ist auch so, dass ich bei Trauer, dadurch, dass ich schneller laufe, auch weiter springen kann. Zum Beispiel diesen Sprung hier darüber, den schaffe ich normalerweise nicht, aber ich glaube, mit Trauer schaffe ich den schon. Hui!
Genau, kann man auch schaffen, da man dann eben sehr viel weiterspringen kann. Deswegen, ihr könnt schon sehen, auch Trauer hat auf jeden Fall seine Anwendungsmöglichkeiten, sag ich mal. Und Wut und Freude aber genauso. Und jetzt habe ich gerade noch was Neues gezeigt, denn ich kann auch auf dem Boden entlang sliden und dann auch so eine lustige Attacke machen, die dann auch Gegner tatsächlich umbringen kann. Hätte ich vielleicht mal kurz zeigen können, wenn ein Gegner auftaucht. So, ist ja gleich irgendwo in der Nähe einer vielleicht. Da unten. Da ist einer. Ein trauriger Gumba. Moment. Und bam. Schon weggekickt. Und ein weiterer Tod. Thanks. Du hast einen Tod gerettet. Yay. Okay. Da war, glaube ich, noch irgendwo ein blauer Kristall hier, oder? Weil ich bräuchte wieder einen, weil meine Leiste etwas leer ist. Genau, hier will ich kurz mitnehmen. So, genau. Und wieder dann fast voll. Nicht ganz, aber fast. Alles klar. Dann gleich weiter. In den nächsten Raum. So, ich will jetzt mal kurz zurückgehen. Das habt ihr vielleicht gerade eben schon sehen können. Rechts unten hat nämlich Peach gerade, ich will mal kurz zurückgehen, hatte Peach gerade so ein Ausrufezeichen, das sie jetzt hier nicht hat. Also jetzt hat sie ganz normal geguckt, aber jetzt wird sie rechts unten dann so ein Ausrufezeichen haben und komisch gucken. So, und das heißt dann immer, das ist nämlich immer ein ganz gutes Indiz, das heißt dann, dass in diesem Raum, in dem man dann sich gerade befindet, dass dann dort irgendetwas zu finden ist. Entweder ein Toad oder auch ein Musikstück oder sonst irgendwas anderes. Kann man auch nämlich sehen, dass dann hier eben gleich der entsprechende Toad ist. Thank you! Du hast einen Tod gerettet. Wir können jetzt mal zum Beispiel ganz kurz mal schnell was austesten. Und sagen, wenn ich jetzt nochmal durch die Röhre zurückgehe und dann nochmal in diesen Raum zurückkehre, hat sie dann immer noch ein Ausrufezeichen? Wenn ja, dann wäre hier nochmal etwas. Nein, keins mehr. Deswegen, hier ist dann auf jeden Fall nichts mega Wichtiges mehr zu finden. Vielleicht noch Münzen oder sowas, ja. Auf jeden Fall nichts mehr mega Wichtiges. Okay. Soll ich mir nochmal dich am besten kurz besiegen? Bam. Was sagst du? Das Symbol, das du beim Sprung durch das Zieltor triffst, bestimmt die Anzahl der Bonusmünzen. Erwischst du einen Stern, passiert etwas Besonderes, ob du Glück haben wirst. Übrigens, da links waren jetzt noch so ein paar Münzen. Wie komme ich eigentlich dahin, frage ich mich gerade. Das weiß ich gar nicht genau, das ist noch eine Röhre. Ich will mal kurz gucken, kann ich da drüber fliegen einfach? Nee, oder? Nee. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich will mal kurz austesten, ehrlich gesagt. Weil ich da jetzt ein bisschen neugierig bin, wie ich da überhaupt hinkomme zu diesem Ort. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher. Ist hier noch irgendwo eine Röhre, die ich dann gerade eben nicht entdeckt habe? Vielleicht noch dann, wenn ich da oben dann nach rechts fliege oder nach rechts springe oder so. Ich will mal kurz überprüfen. Weil ich das jetzt irgendwie wissen will. Wie ich da noch hinkommen kann, weil ich das gerade aktuell nicht weiß. Ist da oben noch irgendwie eine Bonusröhre? Einfach so in der Luft? Nee, irgendwie nicht, ne? Weiß ich sogar aktuell gar nicht. Das wundert mich ein bisschen, dass ich jetzt hier schon im ersten Level dann ein Secret nicht gefunden habe. Ich meine, das könnt ihr auch merken, dass in dem Spiel auch ganz viele Secrets halt immer geben wird. Und auch wenn da häufig nur Münzen sind. Münzen sind trotzdem in dem Spiel halt sehr wichtig, da man sich dann wichtige Sachen deutlich kaufen kann. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da hinkomme überhaupt. Das wundert mich sogar. Ich meine, wir haben, glaube ich, schon trotzdem alles wirklich Wichtige in dem Level gefunden, aber halt das Secret da jetzt nicht mit den paar Münzen. Ich werde vielleicht sogar dann nochmal nach dem Part gucken, wie ich da hinkomme, weil mich das schon interessieren würde. Aber okay. Jetzt dann erstmal das Bonusrad hier am Ende. Moment. Haben wir es gerade eben schon gelesen? Ich glaube schon, oder? Genau. Auf jeden Fall, ich sollte eben ein möglichst cooles Symbol erwischen. Am besten einen Stern, weil ich nämlich dann mit mehr Münzen belohnt werde. Moment. Yay! That was easy. Denn dann kriegen wir 50 Bonusmünzen. So, sehr schön. Das war das erste Level. Und wir können sehen, dass wir jetzt beim ersten Level da auch so einen Stern haben. Und ein Stern heißt immer, dass wir dann dort wirklich alles Wichtige gesammelt haben. Ansonsten, wenn da kein Stern ist, dann wird das einfach halt nur so ein heller weißer Punkt werden. Und dann heißt es eben, dass da noch irgendwas fehlt. Ich meine, wie gesagt, das eine Secret haben wir jetzt nicht gefunden, aber das sind nur Münzen, deswegen, ich lasse dann erstmal, werde das dann nochmal vielleicht später irgendwann mal nachholen. So, wir können vielleicht schon mal ganz, ganz kurz den Laden aufsuchen, einfach so, dass wir mal sehen können, was wir dann da so alles Lustiges kaufen können. So, durch den Tod. Willkommen! Sondern wir haben hier erstmal dann Fähigkeiten, die Peach noch lernen kann. Und zwar Gleitschirm, Rumschirm oder auch Schießschirm. Gleitschirm soll das sein, gerne. Kann man da auch nicht sich eine Erklärung angeben lassen? Ich glaube nicht, oder? Ah doch, kann man. Das steht da oben. Genau, ich will mal vielleicht kurz, dann doch kurz wechseln. Dass wir mal den Laden dann kurz groß sehen können. Moment. So, okay, alles klar. Auf jeden Fall sagt Perry da, du kannst kurzzeitig fliegen. Dieser Gabenschirm ist ein echtes Schnäppchen. Den werde ich auch dann mir relativ bald schon holen. Dann der Rumschirm. Dieser Gabenschirm erlaubt es, Sprünge abzubrechen und mit Wucht hinabzusausen. Quasi so eine Art Stampfattacke, könnte man sagen. Und dann hier, dieser Gabenschirm lässt sich aufladen und feuert eine Explosionswelle ab. Auch ziemlich cool. Dann haben wir hier noch starker Kaffee. Dieser Trank besteht aus Herzteilen. Die Energieleiste wird etwas erweitert. Denn ja, es gibt quasi auch dann Herzteile und so. Man kann dann eben die Energieleiste auch erweitern. Dann noch der Launtee. Dieser Trank besteht aus Gemütskristallen. Die Gemütsleiste wird etwas erweitert. Die war ja ziemlich klein nur, aber die Leiste kann auch noch dann größer gemacht werden. Und dann hier noch irgendwelche anderen Sachen, die wir noch nicht machen können aktuell. Dann hier können wir uns noch weitere Musik auch kaufen für jeweils 20 Münzen. Denn ich möchte ja natürlich am Ende alles haben und dann auch wirklich alles mir kaufen können. Und dann noch weiteres Zeug, was wir noch nicht machen können. Dann hier ist noch ein Puzzle, denn das habe ich auch schon erwähnt, es gibt wirklich viel Bonusmaterial im Spiel. Man kann auch ein bisschen puzzeln und andere Minispiele machen und sowas. Und man kann dann eben hier zum Beispiel auch Puzzleteile sich kaufen. Aber werde ich auch erstmal lassen, weil ich dann erstmal ein bisschen sparen will für die Fähigkeiten. Weil die Fähigkeiten halt wirklich am wichtigsten sind. Okay, ich gehe schon wieder. So.
Und dann können wir vielleicht auch mal ganz, ganz kurz uns das Menü schon angucken, was wir dann dazu alles entdecken können. Aber noch nicht viel, können wir auch einige Fragezeichen hier sehen. Aber wir haben ja erstmal auch ein Glossar hier, so, wo dann alle möglichen Gegner aufgelistet werden, die wir schon gesehen haben. Wir haben noch einige verschiedene Gegnerarten hinzukommen, wie wir sehen können. Wirklich sehr viele. Aber wir haben zum Beispiel schon getroffen, Gumba, wütender Gumba und auch trauriger Gumba. Wenn ich auf jeden Fall dann hier auch den Glossar komplettieren wollen, dann auf jeden Fall am Ende keine Fragezeichen mehr da stehen haben, sondern überall einen Gegner, wo ich dann mir auch Infos zu dem durchgeben lassen kann. Okay, und dann haben wir eben den Musikraum auch schon. Wo aber aktuell wir jetzt gerade nur zwei Bad-Mitglieder haben, nämlich dann Peach und Toadsmorph, aber es werden dann eben noch später mehr werden, insgesamt dann fünf, dass wir dann eben auch die Peach Hit 5 oder sowas haben. Und hier haben wir halt aktuell dann Peach Stimme. Nintendo, ja genau, es sind ja nicht nur Soundtracks, sondern auch Soundeffekte so ein paar von Peach dann. Und zwar auch schon alles, okay, alles klar, gut. Habe ich dann erstmal hier alles so im Menü gezeigt, aber jetzt geht's dann auch gleich weiter mit dem nächsten Level, würde ich sagen, mit dann 1, 2... Let's go! Ich will wieder wechseln übrigens, Moment. So, andersrum. Genau. Und hier gleich im ersten Raum ist etwas Besonderes, wie wir sehen konnten. Ein Koopa. Bam! Erstmal alle Gegner umgebracht, haben wir auch sehen können. Für den letzten Koopa haben wir dann auch eine große Münze erhalten. Große Münzen sind natürlich offensichtlich mehr wert. Ich glaube, die sind dann 5 oder 10, werde ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und da oben ist ein Tod, wie man am besten kurz hinfliegen will. So. Sehr schön. Thanks! Gerne doch. Und mehr Kristalle. Da oben ist sogar noch mehr, wie es scheint. Mal kurz hochfliegen. Okay, wir können hier überall entlang fliegen und ich krieg dann auch immer neue Kristalle, wo ich dann eben meine Gemütsleiste auch wieder auffüllen kann. Sehr schön. Und das sind sogar noch viele Münzen. Wo führt mich dieser Weg hin, ist die Frage. Wir schauen mal. Zu einfach ein paar großen Münzen, die ich da finden kann. Okay, ich dachte, dass da oben jetzt vielleicht noch in den Wolken ein Bonusraum wäre oder so, aber nee, dann nicht mehr. Einfach nur ein paar Münzen, die ich dann bekommen konnte. Aber waren ja doch einige, deswegen ich will mich da nicht beschweren. So, auf jeden Fall kann man hier echt ein paar Münzen erstmal sich sammeln. Und es ist auch schon relativ wichtig, wie ich finde, dass man hier auf jeden Fall sich mal einige Münzen mitnimmt. Denn ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist es sogar, glaube ich, so, dass man dann am Ende häufig noch Münzen sogar farmen muss. Wenn man dann auch wirklich sich im Laden alles kaufen will, da dann die Preise später auch wirklich noch relativ teuer werden. Deswegen, ja, ich will da wirklich immer viele Münzen mitnehmen, wenn es geht. Duck dich, während du einen Gegner trägst, dann sauge ich ihn auf. Damit kannst du deine Gemütsleiste ein wenig auffüllen. Genau, auch eine sehr interessante Mechanik, die uns jetzt beigebracht wurde. Wenn ich mich ducke, kann ich ja sowas machen. Man könnte vielleicht meinen, dass dann Peach geschützt ist oder sowas. Aber nee, ist sie nicht. Sie wird da immer noch Schaden nehmen, wenn sie sich da hinter ihrem Sturm versteckt. Aber ich kann eben einen Gegner aufnehmen und dann den quasi fressen. So irgendwie. Und dann die Gemütsleiste links oben, wie wir sehen können, dann wieder auffüllen. Also auch eben, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante Mechanik. So, mal kurz gießen. Wir können übrigens auch hören, dass sich auch die Musik immer ändert, je nachdem, was ich gerade für einen Gemütszustand habe. Und Wut. Auch ziemlich gut, oder? So, dann mal kurz jetzt ein paar von euch vielleicht fressen, da ich jetzt dann doch ein bisschen viel von meiner Gemütsleiste hergegeben habe. So. Und nochmal zwei weitere vielleicht, das reicht dann erstmal. Ist da einer noch? Aus der Luft fischen? Okay, schade. Okay, passt auch. Alles klar. Und ist sogar wirklich fast voll nur ein Pixelfilter oder sowas. Das passt alles. Okay. So, und dann geht's hier weiter, in den nächsten Raum. Und, ist da was zu finden? Ja, da ist was zu finden, alles klar. Und zwar dann vielleicht gleich da unten oder sowas. Wow, da ist gleich was zu finden. Nämlich ein Puzzleteil. Puzzle A Teil 5. Du findest es im Menü unter Puzzle. Okay, genau, da haben wir jetzt auch einen neuen Menüpunkt dann eben freigespielt, nämlich dann halt eben Puzzle, wo wir dann auch ein bisschen puzzeln können. Und ich werde natürlich auch dann die Puzzle hier in dem Spiel komplettieren, logischerweise, aber keine Sorge, es sind nicht wirklich viele Puzzle. Ich glaube, es sind acht Puzzle am Ende, von denen vier ziemlich leicht und vier ein bisschen schwieriger sind. Aber trotzdem, das werden wir relativ schnell hinkriegen, hoffe ich mal. So, auch Peach kann übrigens, wie auch Mario, über Lücken mit einer Breite von einem Block einfach drüber rennen, das ist auch ziemlich cool. Ich will bitte reinfallen, kann ich reinfallen überhaupt? Es ist einfach so einfach, überhaupt reinzufallen. Und hier ist noch ein Toad. Thanks! Also wie gesagt, können wir auch sehen, jetzt am Anfang sind eben die Level noch nicht wirklich schwierig und die Verstecke sind auch nicht wirklich schwierig, aber sie sind auf jeden Fall später, vor allem in den Bonus-Leveln, dann noch ändern, obwohl wir ja im ersten Level dieses eine Secret nicht gefunden haben. Deswegen, so einfach ist dann offenbar doch nicht, aber okay. Gut, dann hier haben wir auch wieder gleich was zu finden. Alles klar, vielen Dank, Peach, für die Info. Dann, ja, bin ich in den Gegner reinrennen. Jetzt wurde ich mal getroffen, jetzt kann man mal kurz das dann angucken, wie es eben aussieht, wenn ich dann das rechts unten da benutze. So. Yay. Da kann ich mich da eben ganz langsam dann wieder heilen. Das verbraucht natürlich auch ein bisschen von meiner Gemütsleiste. Aber dann kriege ich da eben nach und nach ein paar Herzen dann wieder dazu. Wenn ich übrigens, während ich das einsetze, getroffen werde, dann wird es automatisch wieder abgebrochen. Deswegen, man sollte auch wirklich aufpassen, dass man, während man sich da heilt, dann eben auch nicht getroffen. Verdammt. Dass man eben auch nicht getroffen wird. So. Da ist nichts zu finden. Ne, kann ich nicht rein. Und okay, der Tod liegt wieder auf dem Weg. Also sehr einfach noch alles. Thank you. Du hast einen Tod gerettet. Yay. So, komm her. Vielen Dank. So, und wieder ein Herz, ist mir wieder voll geheilt, wunderbar. Und dann haben wir vielleicht sogar auch in dem Level eh schon alles gefunden und das dürfte dann sogar vielleicht gleich schon das Ende kommen.
Verdammt. Aber nee, ein weiterer Raum und vielleicht noch ein paar weitere Räume kommen noch. Mal gucken. Und hier ist nichts mehr. Aber noch ein trauriger Kummer, den wir mal kurz dann auffressen werden. Einfach so. Ich kann mich am besten kurz heilen. So, das halbe Herz da. Yay, und wieder geheilt. Wunderbar. Und es war gerade ein glücklicher oder ein fröhlicher roter Koopa. Also auch wirklich sehr interessant, dass, wie gesagt, die ganzen Gegner dann auch in verschiedene Gemütszustände immer versetzt werden können, dass sich dann dementsprechend auch ihre Verhaltensweisen ändern. Das ist echt ziemlich cool. Ich kann es mal kurz vielleicht die mit Wut einfach so killen. Bam! Das geht auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Übrigens kann ich mit Trauer Gegner, glaube ich, nicht so wirklich besiegen, aber ich kann sie auch umstoßen, wenn ich halt in sie reinrenne, wie wir sehen können. Aber wirklich töten kann ich sie nicht, aber ich kann sie so ein bisschen hier zusammenführen und dann halt mit irgendeiner anderen Attacke dann einfach sofort killen. Genau. Das ist auch ziemlich cool. Und da schon das Ziel. Und ich werde wieder einen Stern haben. Moment. Sehr schön. Yay, that was easy. Geschafft. So. Dann kann ich mal vielleicht jetzt noch kurz in den Laden gehen, bevor ich dann das nächste Level noch machen will. Das werde ich aber wahrscheinlich erst dann im nächsten Part machen, würde ich sagen. So. Hi. Denn ich möchte auf jeden Fall jetzt dann den Gleitschirm kaufen, da ich da jetzt auch genügend Geld dafür habe. Denn der ist wirklich super wichtig. Eigentlich schon ziemlich die beste Fähigkeit, weil ich halt sowas total liebe, wenn ich dann ein bisschen langsamer nur nach unten gleiten kann. Deswegen, ich kaufe den halt gleich mal. Ja. Yay. Bitteschön. So. Du besitzt eine neue Fähigkeit. Yay. Im Sprung A drücken. Dein Schirm lässt dich einen kurzen Moment lang durch die Luft schweben. Erlerne die Steuerung, bevor du startest. Du findest diese Angaben auch unter Fähigkeit. Also ist aber nicht wirklich schwierig. Einfach halt, wie es da auch schon steht, nach einem Sprung dann eben A gedrückt halten. Und dann kann eben Peach langsam zu Boden gleiten, indem sie dann halt den Schirm aufspannt. Ist, wie gesagt, ja nützlich, weil ich so meinen Jump'n'Runs liebe. Wenn ich halt irgendwie dann noch in der Luft andere Sachen machen kann, wenn ich eben langsam mal zu Boden gleiten kann oder auch einen Double Jump oder sowas habe. Finde ich immer sehr cool und wichtig. Deswegen ist wirklich eine coole Fähigkeit. Und vor allem auch ziemlich billig. Deswegen nehme ich gerne an. Okay. So, reicht dann erstmal. Yay! So, ich will mal vielleicht dann kurz wechseln, dass wir aber dann nicht hier Perry ganz groß haben zum Ende hin, sondern noch hier Peach auf der Karte. Genau. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für den ersten Part von Let's Play Super Princess Peach? Ach ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich freue mich schon sehr auf dieses Spiel, weil habt ihr jetzt auch schon vielleicht merken können, dass auf jeden Fall das Spiel wirklich einiges zu bieten hat. Haben wir jetzt vielleicht in den ersten beiden Level noch nicht so stark sehen können, aber glaubt mir, wie gesagt, das Spiel ist wirklich richtig cool. Es gibt hier ganz viele Möglichkeiten, was es so hat. Es gibt noch viele Fähigkeiten, die wir noch freispielen können. Ganz viel Bonusmaterial. Die Bosskämpfe sind übrigens auch sogar ziemlich cool, wie ich finde. Der Soundtrack in dem Spiel ist auch ziemlich schön, die Story ist auch ganz cool, wie ich finde. Deswegen, wie gesagt, ist wirklich ein tolles Spiel und ich freue mich dann schon sehr auf die weiteren Parts, wenn wir dann hier noch ausnahmsweise mal nicht mit Mario, sondern eben mit Peach spielen dürfen und wir dann halt Mario retten. Genau andersrum, aber ich finde es auch ganz cool so. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.